Hi Leute, wenn ihr mich und diesen Kanal unterstützen wollt, geht doch gerne in Fortnite in den Itemshop und gebt unten bei Unterstützt einen Creator den Creator-Code MeinungenTV ein. Das würde nicht nur mich sehr unterstützen, sondern auch meine Arbeit finanzieren. Das heißt, ich kann mehr Zeit in Videos für euch stecken. Jetzt viel Spaß beim Video. Hi Leute von YouTube, was geht ab? Jetzt sind wir hier in Fortnite Bauen-Modus. Vorhin waren wir nicht bauen und haben hier den wundervollen Olymp entdeckt. Dann entdecken wir hier mal die restlichen freien Stellen. Würde mich übrigens freuen, wenn ihr wirklich meinen Creator-Code nutzt. Ich weiß, das war gerade schon im Intro, aber jetzt, neuer Battle Pass, lohnt sich das auch für mich, wenn ihr ihn nutzt. Und ich würde mich freuen. Das hier hat so ein bisschen Dämonen-Feelings, Unterwelt. Wir werden sehen. Aber für die, die es nicht gesehen haben, das Video, was erst in 2 Stunden erscheint, also für euch alle. Ich habe wirklich richtig Angst, wenn ich mit Leaker spiele, dass sie mir wegfliegt. Dass sie mir immer abhaut. Weil es gibt jetzt Flügel in Fortnite, mit dem man über die Map fleegen kann. Und ich habe Angst, dass wenn Leaker die sieht, dass sie noch schneller abhaut als sonst schon. Und stell dir mal vor, sie kann oben über den Himmel fliegen und fliegt mir weg. Willkommen in der Hölle. Boah. Wir sind hier gerade nur, um zu erkunden, Leute. Wir müssen keinen Win holen. Jetzt ist Erkunden angesagt und wir haben die Gegend freigeschaltet. Komm schon, sie haben sehr schlechtes Timing, machen wir nach der Runde. Okay, nichts von den geilen neuen Waffen. Es gibt übrigens auch ein sehr geiles neues Schrotgewehr, Flintenzeug. Warum habe ich denn hier so Totenköpfe um mich rum? Ist das immer, wenn man hier ist? Sieht doch eigentlich ganz geil aus. Werden kann man jetzt normalerweise weniger. Nein, das nehmen wir mit. Das hier gegen... Hier. Das ist er, oder? Ja, Kriegsschmiede-Sturmgewehr ist geil. Ich will mich hier noch ein bisschen umgucken, also am besten... Was war denn das? Wie habe ich denn das gerade gemacht? Kein Plan. Bin gerade einfach rübergeswitcht. Will direkt heilen. Ich habe leider nichts Blaues. Shit. Weggemacht. Was ist dann, Andi? Alter, kann ich hier mal die Waffen umsortieren, bitte? Ich hab nur Scheiße. Egal. Bisschen Heilung mitnehmen. Dann gehen wir mal hier in den Tempel rein. Das ist vielversprechend. In dem Olymp-Tempel war ich halt nicht drin in meiner Aufnahme vorhin, das kann ich euch leaken. Aber sie war trotzdem geil. Also heute auf YouTube vorbeischauen lohnt sich. Wir haben nämlich was exklusiv nur für YouTube aufgenommen. Raid-Schrot. Oh, und es gibt auch eine geile neue Schrot. Und Flügel und du kannst einen Blitz werfen. Es gibt echt viel neuen geilen Scheiß in der Season. Für euch, die es noch nicht gesehen haben. Okay, hier passiert irgendwas. Kann ich hier schnell rennen, glitschen oder so? Was bringst du mir? Hm. Okay, wir sind hier... Hier gibt es safe was hinter, oder? Nein, hier kann man nicht durch. Oder ist safe irgendein Geheimnis hinter so einer Art Tresor oder so. Mal nachladen. Da gibt es safe auf Dauer irgendwas. Okay, wir gehen weiter in den Tempel. Oben dann halt. Die Zone kommt gleich, aber wir haben da noch ein bisschen Zeit. Ich will halt wirklich erstmal in Ruhe erkunden. Da fällt mir gerade auf, das habe ich vorhin vergessen einzustellen. Ich muss noch ein bisschen meine Cam runter, damit ihr seht, wie viele Kills ich habe. Mal nachladen, hier sind Schritte. Irgendwo. Unter mir, safe. Gucken wir erstmal weiter. Das sieht geil aus. Kann man das abschlagen? Nee. Boah, ich muss sagen... Ach, wenn man hier Doppelsprung macht, swippt man sich. Das ist ja geil. Egal, das war eine geile Runde, um nochmal was zu erforschen. Ey, die neue Season, ich werde sie lieben. Das war jetzt das erste Mal im Bauen-Modus. Ihr habt gesehen, wie krass ich gebaut habt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und Creator-Code nutzen.